Mahlzeit, Freunde, hier ist wieder euer Excel. Ich bin komplett rot. Ich habe den Sonnenbrand meines Lebens. Ich war heute den ganzen Tag am See dagelegen und habe mich mit Selbstbräunungscreme, also mit so Bräunungsöl eingerieben, weil ich das auch machen wollte, so. Ja, meine ganzen Freunde haben das gemacht, die sind alle dünn, die sehen alle gut aus. Mashallah, die haben Sixpack, ja. Und ich hab halt keins, aber ich wollte mich auch einreiben mit dem Öl. Und jetzt bin ich hier, Alter, und hab überall mein ganzer Körper, mein Rücken, meine Arme, meine Achseln, mein Hodensack. Es ist alles rot, Alter. Es ist alles. Es brennt, ja. Ich muss mich die ganze Zeit kratzen. Ja, ich hab überall Schnakenstiche und es ist alles einfach rot. Und dieses Wetter ist nichts für fette Menschen. Ja, es ist echt, es ist einfach die Hölle. Wir haben 30, 32, 35 Grad. Ja, es ist echt ein Kackwetter. Guck mich doch mal an. Guck mal, es ist alles rot, Alter. Ja, und deswegen will ich euch einfach Tipps geben. Wenn ihr richtig fett seid, so wie ich, ja, dann habe ich Tipps für euch, die euch dabei helfen, dieses Wetter zu überleben. Mein erster Tipp: Kauft euch eine Klimaanlage. Das ist mein erster Tipp. Mein zweiter Tipp: Warte, erstmal Klimaanlage anmachen. Schau dir meine Schultern an, Alter. Jetzt läuft die Klimaanlage. Mein zweiter Tipp: Kauft euch einen Whirlpool für euer Zimmer. Ja, und mein dritter Tipp, was heißt, also mein dritter, aber nicht mein letzter, mein dritter Tipp, wenn ihr eine Klimaanlage habt oder auch generell, macht eure Fenster zu. Macht die Rollladen runter, ja, scheiß mal auf Licht, ihr braucht kein Licht, Alter, macht euch Lampe an, macht euch vom Handy Taschenlampe an. Macht alle Rollläden zu. Ja? Alle Rollläden zu. Und dann ist immer kalt. Außer ihr seid behindert und ihr macht das Fenster auf. Dann ist nicht mehr kalt. Aber macht immer Fenster zu und Rollladen runter. Und jetzt mein... Nee, das ist auch nicht der letzte Tipp. Das ist mein vierter Tipp. Mein vierter Tipp: Wenn ihr übel Sonnenbrand habt, so wie ich, ja, oder ihr seid einfach nur mit eurem Leben überfordert, weil ihr 200 Kilo wiegt und ihr schwitzt den ganzen Tag wie ein ekelhaftes, dreckiges Mastschwein, macht euch kaltes Wasser in die Badewanne, nehmt euch einen Stuhl, stellt diesen Stuhl an die Badewanne und hängt eure Füße rein. Das ist das Beste, was es gibt. Mhm. Wirklich, das ist das Beste, was es gibt. Paul, ja, mach das. Und mein allerletzter Tipp. Die Klimaanlage ist so laut. Mein letzter Tipp für euch. Das ist der wichtigste Tipp, weil es geht darum, wie ihr schlaft. Ja? Schlafen ist sehr wichtig. Ich schlafe jeden Tag sehr lange. Ja? Ich habe ja kein Schlafzimmer. Ich habe hier so eine kleine Rumpelkammer. Und in dieser Rumpelkammer befindet sich, man kann es nicht sehen, ich habe hier kein Licht, ja. Da ist eine Matratze auf dem Boden. Nehmt einen Ventilator, stellt ihn hier ins Nebenzimmer und pustet euch die kühle Luft in den Raum. Ihr habt die Klimaanlage an, alles wird schön kalt gemacht und der Ventilator, der nimmt die kalte Luft aus diesem Zimmer und pustet das da rein. Und jetzt kommt der Lifehack. Ey, ich schwitze schon wieder. Ich verstehe es nicht, Alter. Jetzt kommt der Lifehack. Ich habe vergessen, was... Ah, nee. Der Lifehack ist, niemals direkt den Ventilator auf euren Körper richten. Ich bin heute Morgen aufgewacht und habe gedacht, Amy Winehouse hätte mir ihre Stimme gegeben. Rest in Peace. Ja. Ich hatte ein Gefühl im Hals,
Das war schlimmer als jeder Homosexuelle dieses Gefühl jemals in Köln auf der Gay Parade hatte. Es hat sich angefühlt, als hätte ich 5 Kilo Schleim gefressen. Ja, und war keine Ahnung, ja. Meine Füße waren kalt. Mein Hals hat wehgetan beim Schlucken. Niemals den Ventilator auf euch selbst drauf machen. Niemals. Niemals. Ja, und das wollte ich euch einfach sagen. Und deswegen wird der Stream heute nicht um 20 Uhr stattfinden. Wir haben ja eh schon nach 20 Uhr. Ich bin eben heimgekommen. Es war ultra der Verkehr in der Stadt. Sondern ich denke, ich werde warten bis 22 Uhr, 22:30 Uhr, je nachdem, wann mein Rücken aufhört zu brennen. Es ist alles rot. Ihr könnt es nicht richtig erkennen. Mein Gesicht ist rot. Und dann werde ich warten, weil ich kann mich nicht richtig hinsetzen, Alter. Ich habe mich eben auf die Couch gesetzt. Ich hatte Schmerzen an meinem Körper. Ja, meine Schulter habe ich an der Heizung gerieben, weil die Heizung sehr kalt ist. Ich bin mit meinem Leben überfordert. Aber ich hoffe, dass es euch besser geht bei diesen Temperaturen. Ja, ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was eure Tipps sind gegen Hitze und gegen Fettleibigkeit. Und dann kann man sich bestimmt austauschen. In diesem Sinne, Freunde, macht's gut. Es gibt noch viel mehr Tipps gegen Hitze oder was man bei der Hitze machen kann als Fettsack. Ich esse zum Beispiel keine warmen. Ich esse nicht mehr warm. Ja, ich habe seit Tagen nichts mehr Warmes gegessen, weil ich einfach nicht mehr kann. Also ich kann bei dem Wetter nichts Warmes essen. Das geht nicht. Na, ich mache dann hier schön Kühlschrank auf. Ja, ich gönne mir dann sowas hier. So Melone und Mango oder Ananas. Ja, ich habe seit Tagen nichts mehr Warmes gegessen. Weil, Leute, ihr wisst, ja, nee, was heißt seit Tagen? Montag gab es Wraps. Ich habe Wraps gegessen am Montag. Ach, ich babbel schon wieder Scheiße, Alter. Leute, macht's gut. Eventuell bis heute Abend. Wenn nicht, dann sehen wir uns spätestens morgen, also am Donnerstag um 20 Uhr. Ich bin ja Montag bis Freitag jeden Tag um 20 Uhr live. Das würdet ihr wissen, wenn ihr die Scheißglocke aktivieren würdet. Im Angesicht meines Schweißes bitte ich euch darum. Macht's gut, ich küsse eure Penisse und eure Scheiden. Eure Arschlöcher gebe ich Windjob, Alter. Ciao.